Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Microsoft Azure, ein Überblick für Entwickler. Mein Name ist Malte Lantin, ich bin Technical Evangelist bei Microsoft Deutschland, bin dort seit 5 Jahren im Bereich Microsoft Azure unterwegs und ich möchte Ihnen nun in den nächsten 20 Minuten wirklich einen sehr groben Überblick über die Microsoft Azure Plattform geben, weil natürlich die Plattform in den letzten Jahren enorm angewachsen ist. Aber ich möchte Ihnen einfach ein Gefühl dafür geben, was Sie mit Microsoft Azure tun können und was Sie vor allen Dingen als erste Schritte mit unserer Plattform machen können, die Sie als Entwickler letzten Endes produktiver machen. In der Softwareentwicklung sehen wir als Microsoft 4 große Trends und innerhalb dieser 4 großen Trends versuchen wir Sie in der Softwareentwicklung mit unserer Cloud-Plattform auch zu unterstützen. Das heißt, zum einen haben wir den Bereich heterogene Anwendungen. Das bedeutet, Sie entwickeln mittlerweile nicht mehr Anwendungen für eine einzelne Art von Client, nämlich den Windows-PC, sondern Sie entwickeln Anwendungen für Smartphones, Sie entwickeln Anwendungen für Tablets und Sie entwickeln weiterhin Anwendungen für Server und Client. Das heißt, alle diese verschiedenen Plattformen müssen entsprechend versorgt werden mit Software und brauchen natürlich auch die entsprechenden Backend-Dienste, die wir mit Microsoft Azure liefern. Verschiedene Plattformen bedeuten aber auch natürlich viele verschiedene Programmiersprachen und Architekturen und Programmierplattformen. Und hier versuchen wir natürlich mit Microsoft Azure dementsprechend offen zu sein und ganz egal, mit welcher Plattform Sie arbeiten, Sie hier entsprechend zu unterstützen. Hybride Infrastrukturen, wer unser Programm hier im Laufe des Tages verfolgt hat, wird sehen, dass Microsoft Azure ein Thema ist, was in beiden Welten zu Hause ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Entwicklerwelt und auf der anderen Seite die Infrastrukturwelt. Und gerade im Bereich der Infrastruktur haben Sie die Möglichkeiten, Ihre Workloads flexibel zu verschieben zwischen einer Public Cloud Architektur mit Microsoft Azure und dem eigenen Rechenzentrum. Das heißt, Sie können die Anwendung, die Sie im eigenen Rechenzentrum betreiben wollen, dort betreiben und nachher flexibel auch in die Public Cloud migrieren. Heterogene Teams ist ein ganz wichtiges Thema, weil natürlich in solchen Teams verschiedene Stakeholder auf die Systemressourcen zugreifen müssen und natürlich auch Entwickler auf verschiedenen Plattformen entwickeln. Das heißt, wenn wir eine Cloud-Plattform bereitstellen als Microsoft, muss diese Cloud-Plattform entsprechend Unterstützung für verschiedenste Programmiersprachen bieten und die entsprechenden Tools der unterschiedlichen Entwickler auch unterstützen. Das bedeutet, wenn wir uns Microsoft Azure jetzt anschauen, sehen wir ein sehr großes Portfolio von verschiedenen Diensten auf unterschiedlichen Ebenen, die Sie als Softwareentwickler verwenden können, um Ihre Anwendung entweder auf Microsoft Azure zu betreiben oder um Ihre Anwendung flexibel um zusätzliche Komponenten zu ergänzen. Das heißt, wenn wir das Ganze ein bisschen aufteilen auf die verschiedenen Stufen, dann sehen wir auf der untersten Stufe die Datenebene, wo wir verschiedene Dienste haben, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Daten auf Microsoft Azure bereitzustellen und mithilfe von verschiedener Dienste Ihre Anwendung flexibler bereitzustellen. Fangen wir ganz einfach mit Diensten an, wie zum Beispiel Azure Storage, wo wir solche Dienste haben wie Blobs und Queues, die zum einen dazu dienen, binäre Dateien im Internet in einem globalen Netzwerk von Rechenzentren bereitzustellen und damit für Anwender auf der ganzen Welt verfügbar zu machen oder die vielleicht dazu dienen, um die Kommunikation zwischen Anwendungskomponenten zu ermöglichen. Und alle diese weiteren Dienste können Sie flexibel, entweder unabhängig oder in Kombination miteinander verwenden. Wenn wir jetzt auf die nächste Ebene gehen, sehen wir hier die verschiedenen Anwendungsdienste. Das heißt, Dienste, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Anwendung in einem Microsoft-Rechenzentrum hochskalierbar bereitzustellen oder Ihre Anwendung um verschiedene Komponenten zu ergänzen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den Bereich Compute, mit dem Sie Ihre Anwendung in einem Microsoft-Rechenzentrum betreiben können, egal ob Sie dies in einem Infrastructure-as-a-Service-Modell, sprich auf dem selber konfigurierten Betriebssystem machen wollen, oder in einem Plattform-as-a-Service-Modell, wo Microsoft die komplette Ausführungsumgebung für Sie bereitstellt, betreut, managt, für Sicherheitsupdates sorgt und Sie letzten Endes Ihre Anwendung in dieser vorkonfigurierten Umgebung betreiben können. Wir haben noch weitere App-Services, die Sie nutzen können, um Ihre Anwendung zu ergänzen, unabhängig von der Anwendungsplattform. Das heißt, solche Dienste wie die Azure Media Services, die es Ihnen als Entwickler ermöglichen, Videodienste im Internet bereitzustellen, die vielleicht im Hintergrund Videos konvertieren, Videos ausliefern und hier sowohl Livestreaming als auch On-Demand-Streaming sehr einfach möglich machen. Wenn wir jetzt weiter nach oben gehen, sehen wir hier verschiedene Identity-Dienste, Multifaktor-Authentifizierung und Azure Active Directory, welche Sie in Ihren Anwendungen verwenden können, um solche Themen wie Single Sign-On noch einfacher zu implementieren.
Wir haben heute als Entwickler immer die Herausforderung, dass die Benutzer sich an den Anwendungen anmelden sollen, aber sich nicht eine weitere Kombination von Benutzername und Passwort merken können. Das heißt, wir wollen vielleicht eine Identity verwenden, die die Benutzer schon aus ihrem Alltag kennen, sowas wie Facebook-ID oder Microsoft-Account oder Active Directory. Das jetzt in die eigene Anwendung zu integrieren, ist meistens extrem fordernd und mit den Azure Services, in diesem Fall Azure Active Directory, machen wir dies für Sie mit einem einheitlichen SDK noch einfacher. Wir haben weiterhin verschiedene Analysefunktionen. Wir haben im Laufe des Tages hier auch noch Vorträge zum Beispiel zum Thema Big Data, in denen Sie mehr dazu erfahren, wie Sie mithilfe von Microsoft Azure extrem große Datenmengen zum einen speichern können, aber auch auswerten können. Das heißt zum einen die Auswertung von statischen Daten, Daten, die Sie bereits in der Cloud abgelegt haben, oder auch Daten in Bewegung, das heißt Daten werden analysiert, während sie auf Microsoft Azure hochgeladen werden. Was natürlich extrem wichtig ist in solchen Internet of Things Szenarien, wo extrem viele Geräte von außen Daten an einen zentralen Ort schicken und diese Daten analysiert und verarbeitet werden müssen. Auch dazu erfahren Sie in dem Vortrag zum Thema Internet of Things ein bisschen mehr. Auf der darüber liegenden Stufe haben wir diverse Integrationsdienste, die damit anfangen, dass Sie zum einen die Möglichkeit haben, Ihre Anwendung in einem Microsoft-Rechenzentrum zu betreiben und trotzdem gleichzeitig auf Ihrem Windows-Desktop oder auf dem iOS-System, auf dem Android-System zu konsumieren. Das wäre jetzt in diesem Fall so etwas wie Remote-App. Sie haben aber auf der anderen Seite diverse Dienste, die Sie nutzen können, um Ihre Anwendungskomponenten miteinander zu verknüpfen. Ganz egal, ob es jetzt irgendwelche mobilen Anwendungen sind, die wir mithilfe von Push-Notifications über aktuelle Ereignisse informieren müssen, oder ob es hier verschiedene Anwendungen sind, die in der Cloud laufen und über einen Service-Bus Informationen miteinander austauschen. Das ist so ein bisschen so der High-Level-Überblick über die gesamte Plattform. Ich weiß, es ist extrem viel und 20 Minuten sind extrem wenig Zeit, um hier auf die verschiedenen Bereiche einzugehen. Und aus diesem Grund werde ich mich jetzt ein bisschen am Anwendungslebenszyklus orientieren und Ihnen einige dieser Dienste ein bisschen näher vorstellen, die Sie vielleicht auch zum Einstieg nutzen können, wenn Sie sich für das Thema Microsoft Azure interessieren. Das heißt, wenn wir über den Anwendungslebenszyklus sprechen, sprechen wir ja über einen regelmäßigen Kreislauf, der daraus besteht, dass wir zum einen Anforderungen erheben, Anwendungen schreiben, diese Anwendungen in Betrieb nehmen, aus dem Betrieb uns verschiedene Informationen, Statistiken, Benutzungsfunktionen herausziehen und basierend auf diesen Informationen unsere Anwendung in der Zukunft weiterentwickeln und weiter anpassen. Und in diesen verschiedenen Phasen soll Ihnen natürlich auch Microsoft Azure helfen, in Ihrer Anwendungsentwicklung noch produktiver zu werden. Das heißt, wir haben hier zum einen die Phase Test und Entwicklung, in welcher Ihnen Microsoft Azure hilft, sehr schnell und einfach Testumgebungen bereitzustellen und als Entwickler mit verschiedenen Technologien entsprechend zu arbeiten. In der Release-Phase gibt es weitere Dienste, die Ihnen bei Microsoft Azure helfen, Ihre Anwendung noch schneller in Produktion zu nehmen und sich hierbei nicht mehr um die Bereitstellung der kompletten Infrastruktur selber kümmern zu müssen. Im letzten Bereich sehen wir hier den Bereich Monitoring und Learning. Das heißt, wir haben verschiedene Funktionen, die es Ihnen helfen, noch einfacher Ihre Anwendung zu überwachen und basierend auf diesen Informationen in Zukunft Ihre Anwendung weiterzuentwickeln. Gehen wir jetzt mal in diese drei Bereiche rein und schauen uns an, welche Microsoft Azure-Dienste Ihnen hier entsprechend helfen können. Wenn wir über die Entwicklung reden, reden wir über die Entwicklung auf einer sehr offenen Plattform. Das heißt, wenn Sie Entwickler sind, egal mit welcher Technologie Sie entwickeln, bietet Ihnen Microsoft Azure die entsprechende Umgebung. Auch bei der Infrastruktur, welche Sie hierbei verwenden, sind Sie entsprechend frei. Das fängt an beim Management-System, wo wir zum einen Containertechnologien wie Docker verwenden können, dem Betriebssystem, wo wir die freie Wahl haben zwischen Linux und Windows-Betriebssystem und natürlich den darauf laufenden Systemen wie Datenbanken und den entsprechenden Sprachframeworks, welche Sie hier als Entwickler nutzen können. Das heißt, wir haben hier für Sie eine offene Plattform geschaffen. Das bedeutet, wenn Sie als Entwickler jetzt nicht originär aus der Microsoft-Welt kommen, vielleicht in der Vergangenheit Java oder PHP-Entwicklung gemacht haben, können Sie Microsoft Azure genauso nutzen, wie es jemand nutzen kann, der vielleicht klassischerweise ASP.NET entwickelt. Wenn wir in die Sprachvielfalt mal ein bisschen reinschauen, sehen wir, dass wir SDKs für verschiedene Programmiersprachen haben, angefangen von .NET über Java, Python, Ruby und Node.js. Das heißt, alle Microsoft Azure-Dienste lassen sich aus diesen Programmiersprachen verwenden und Sie können damit Ihre Anwendung unabhängig von diesen Sprachen hier mit Microsoft Azure-Diensten unterstützen.
Wenn es um das Thema Plattform as a Service geht, das heißt eine vorkonfigurierte Umgebung zur Ausführung Ihrer Anwendung in der Microsoft Cloud, bieten wir hier Plattform as a Service Ansätze sowohl in der Microsoft-Welt, sprich ASP.NET, als auch für andere Technologien wie Java, PHP, Python und Node.js. Das heißt, Sie können Ihre existierende Anwendung in einer dieser Technologien nehmen und auch Microsoft Azure, genauso wie sie jetzt existiert, weiter betreiben, ohne sich jetzt hier um die Konfiguration und die Wartung eines Betriebssystems kümmern zu müssen. Wenn wir über das Thema mobile Entwicklung reden, unterstützen wir auch die komplette Bandbreite der aktuell interessanten Technologien. Das heißt, egal ob Sie jetzt Anwendungen für Android entwickeln oder jetzt auf der Windows-Plattform mit Windows Universal Apps, Windows Phone und Windows 8 unterwegs sind, können Sie hier mit den entsprechenden SDKs die Backend-Dienste aus Microsoft Azure nutzen. Das heißt, Sie können Daten speichern, Sie können Push-Notifications versenden oder natürlich auch die Benutzerauthentifikation über das einheitliche SDK von Microsoft Azure abwickeln. Falls Ihnen das alles nicht reicht, bieten wir außerdem eine offene Programmierschnittstelle auf REST-Basis. Das heißt, selbst wenn es für Ihre Programmiersprache noch kein SDK gibt, können Sie mithilfe dieser Web-Services alle Funktionen von Microsoft Azure steuern. Es geht sogar so weit, dass Sie ein komplett eigenes Management-Portal zur Steuerung von Microsoft Azure entwickeln können, wenn Sie dies im Bedarfsfall in Ihrem Unternehmen bereitstellen müssten. Das heißt, wir haben hier eine offene Plattform für Entwickler aller Facetten und Programmiersprachen. Natürlich hören wir da nicht auf und integrieren Microsoft Azure mit den verschiedenen Funktionen in die populären IDEs, die unsere Entwickler draußen verwenden. Das heißt, wir haben zum einen eine enge Integration in Visual Studio. Wir sehen hier den Create New Project Dialog, wo wir direkt aus Visual Studio heraus neue Cloud-Services in Microsoft Azure anlegen können. Wir haben hier eine nahtlose Integration der Azure Cloud-Services in Visual Studio. Hier nochmal ein weiterer Screenshot aus Visual Studio. Wenn Sie hier eine neue ASP.NET Web-Anwendung anlegen, sehen Sie hier rechts unten, dass hier sofort Microsoft Azure als Hosting-Option angeboten wird. Das heißt, es sind jetzt nicht zwei unterschiedliche Bereiche, auf der einen Seite die Entwicklungsumgebung und auf der anderen Seite die Hosting-Umgebung, sondern wir versuchen, diese beiden Bereiche eng miteinander zu verzahnen und hier entsprechend Visual Studio für Sie als Tool zu verwenden, mit welchem Sie als Entwickler Microsoft Azure steuern und konfigurieren können. Das geht so weit, dass wir mit dem Microsoft Azure SDK und der aktuellen Visual Studio Version Microsoft Azure komplett in den Server Explorer integriert haben. Das heißt, Sie können Ihre Microsoft Azure Dienste direkt aus dem Server Explorer verwalten, auf die Daten zugreifen, welche Sie auf Microsoft Azure bereitgestellt haben und können damit als Entwickler ohne irgendwelche komplizierten Konfigurationstools Ihre entsprechende Betriebsumgebung auf Microsoft Azure steuern. Einige dieser Funktionen bieten wir auch für unsere Entwickler auf der Java-Plattform. Das heißt, wir haben hier eine Erweiterung für Eclipse, die Sie nutzen können, um direkt aus Eclipse heraus die entsprechenden Cloud-Services auf Microsoft Azure anzulegen. Das heißt, es gibt einen Dialog, mit dem Sie Speicheraccounts in der Cloud und Cloud-Services direkt anlegen können und das ganze Thema Deployment direkt aus der Eclipse-IDE heraus verwalten können. Das heißt, Sie brauchen jetzt hier nicht ein separates Deployment über das Azure Management Portal machen, sondern können das aus Ihrer Idee heraus steuern und verwalten. Wenn wir jetzt aus dem Bereich Entwicklung in den nächsten Schritt reingehen, nämlich das Testen der eigenen Anwendung, kann uns gerade beim Einstieg Microsoft Azure sehr gut unterstützen, indem wir Test- und Entwicklungsumgebung in der Cloud bereitstellen, die genau den Parametern entsprechen, gegen die wir unsere neu entwickelten Anwendungen testen wollen. Das heißt, wir finden in Microsoft Azure einen umfangreichen Katalog von vorkonfigurierten virtuellen Maschinen, welche wir über einen einfachen Dialog in einem Microsoft-Rechenzentrum bereitstellen können. Hier haben wir natürlich einen umfangreichen Katalog von auf Microsoft Windows Server basierenden Images, welche Sie nutzen können und welche Sie um weitere Informationen bestücken können. Neben diesen Windows Server Images haben wir auch diverse Linux-Distributionen. Das heißt, Sie können Anwendungen, die Sie vielleicht auf Ubuntu, auf CentOS oder andere Distributionen testen wollen, auf Microsoft Azure bereitstellen und hier mit Testumgebungen, die Sie vielleicht nicht auf dem eigenen PC oder im eigenen Rechenzentrum bereitstellen können, in der Cloud schnell und einfach nutzen. Wenn wir hier weitergehen in die Vorlagen und sehen wir, dass wir hier auch mit Partnern zusammenarbeiten. Das heißt, seit einigen Monaten gibt es direkt im Katalog auf Microsoft Azure auch vorbereitete Images mit Oracle Software. Das heißt, wenn Sie jetzt
Software entwickeln, welche Oracle Database verwendet oder welche vielleicht auf Oracle Linux nachher laufen sollte, können Sie hier schnell und einfach entsprechende Partner-Images bereitstellen. Und das Praktische dabei ist, dass die Abrechnung komplett über Microsoft erfolgt. Das heißt, Sie brauchen hier in diesem Fall keine separaten Verträge mehr mit den Partnern, sondern können hier die virtuelle Maschine direkt aus der Cloud bereitstellen. Für unsere Entwickler haben wir auch die Möglichkeit, Entwicklungsumgebung auf virtuellen Maschinen in der Cloud bereitzustellen. Das heißt, für alle Nutzer von Microsoft Azure bieten wir die Möglichkeit, auf Preview-Versionen, in diesem Fall Visual Studio 2015, auf einer virtuellen Maschine zuzugreifen. Das heißt, wenn Sie unsere neueste IDE-Version ausprobieren möchten, können Sie in Microsoft Azure eine entsprechende virtuelle Maschine bereitstellen und hier die Evaluation durchführen. Für unsere MSDN-Abonnenten bieten wir hier noch eine Erweiterung des Ganzen. Das heißt, Sie bekommen neben den Windows Server Images auch diverse Client Images. Das heißt, Sie können hier Ihre Anwendung auf Windows 10 testen, Sie können Windows 7 verwenden, Windows 8.1 und können auch alle Visual Studio Versionen, die Sie bereits über ein MSDN Subscription zensiert haben, auf diesen virtuellen Maschinen für Ihren Entwickler bereitstellen, der diese MSDN Subscription entsprechend nutzt. Wenn Ihnen das alles nicht ausreicht, gibt es weitere Community-Images auf Linux-Basis, welche Sie über das sogenannte VM-Depot bereitstellen können, welches sich direkt in das Azure Management Portal integriert. Wenn Sie sagen, virtuelle Maschine ist relativ viel Konfigurationsaufwand, ich bin Webentwickler und möchte meine Webanwendung in einer Testumgebung bereitstellen, dann bietet Microsoft Azure mit den Azure Websites für Sie die entsprechende Option. Hier in diesem Fall ist ein ganz klarer Platform-as-a-Service-Ansatz. Das heißt, wir haben für Sie ein komplettes System vorkonfiguriert und unterstützen entsprechend Programmiersprachen von ASP.NET, PHP, Python, Node.js und Java, die Sie schnell und einfach in dieser vorkonfigurierten Hosting-Umgebung bereitstellen können. Das Schöne dabei ist, Sie können, egal welche Subscription Sie in Microsoft Azure verwenden, 10 Webseiten kostenfrei bereitstellen. Es gibt gewisse Limitierungen, zum Beispiel haben Sie nur 1 GB Speicher und 165 MB Traffic pro Tag, aber dafür ist diese Hosting-Umgebung komplett kostenfrei, selbst wenn Sie nachher damit in den entsprechenden Produktionsbetrieb gehen. Von dieser kostenfreien Umgebung können Sie nachher unterbrechungsfrei in größere Umgebungen wechseln. Das heißt, wenn Sie jetzt hier auf einen dedizierten Server wechseln wollen, das Ganze auf mehrere Server skalieren wollen, ist das entsprechend ohne Ausfallzeiten möglich. In den Azure Websites bieten wir Ihnen die Möglichkeit, außerdem zusätzliche Testumgebungen bereitzustellen. Das heißt, Sie können zunächst ein Deployment in die Testumgebung vornehmen, dort Ihre Anwendung durchtesten und dann einen entsprechenden Tausch der Deployment und der Test- und der Produktivumgebung durchführen und damit Ihre neue Version der Anwendung entsprechend live stellen. Wenn wir jetzt die Testphase abgeschlossen haben und ins Release gehen, sehen wir, dass wir hier mit Microsoft Azure eine sehr enge Integration des ganzen Themas Release Management haben. Wenn wir eine Webanwendung in Microsoft Azure Websites bereitstellen, sehen wir hier, dass wir eine nahtlose Integration in diverse Source Control Systeme haben. Das heißt, wir unterstützen hierbei Visual Studio Online und Git als Source Control Systeme. Bei Git können Sie sowohl GitHub als auch ein lokales Git Repository oder beliebiges Remote Repository verwenden und können dann Ihr Deployment auf Microsoft Azure direkt aus Ihrem Repository durchführen. Das macht das ganze Thema Continuous Delivery bzw. Continuous Deployment extrem einfach. Das heißt, Sie können bestimmte Prozesse definieren, das nach einem entsprechenden Commit oder Check-in in Ihrem Source-Control-System automatischen Bildvorgang durchgeführt wird, automatische Tests durchgeführt werden und nach erfolgreichem Durchführen dieser Tests auch letzten Endes das Deployment in Ihrer Umgebung auf Microsoft Azure. Wenn Sie Visual Studio Online hierfür verwenden, wird automatisch für Sie die komplette Bilddefinition und der Deployment-Prozess angelegt. Das heißt, Sie brauchen hier nichts mehr weiter konfigurieren, wenn Sie das über diesen Dialog machen. Wenn Sie das Deployment über Source Control verwenden, bekommen Sie außerdem eine Deployment-Historie. Das heißt, immer wenn Sie ein Deployment auf Microsoft Azure durchführen, sehen Sie eine weitere Version und können damit entsprechend ein einfaches Rollback durchführen. Bedeutet, wenn eine neue Version vielleicht nicht ganz so stabil ist, wie Sie es vielleicht angenommen haben, können Sie damit wenigen Mausklicks auf die davorhergehende Version zurückgehen. Nachdem wir jetzt unsere Anwendung veröffentlicht haben, gehen wir jetzt in den Bereich Monitoring und Learning über. Das heißt, wie überwachen wir letzten Endes den Betrieb unserer Anwendung und das Verhalten der Benutzer unserer Anwendung. Auch dafür haben wir bei Microsoft Azure entsprechende Dienste.
Wir fangen damit an, dass Sie natürlich Ihre komplette Infrastruktur direkt im Azure Management Portal überwachen können. Das gilt sowohl für Microsoft Azure Websites, für den Betrieb von Web-Applikationen, als auch für den Betrieb von Cloud-Service zum kompletten virtuellen Maschinen in der Cloud. Das heißt, Sie sehen die wesentlichen Performance-Parameter direkt hier im Management-Portal und können dementsprechend auf das Nutzungsverhalten Ihrer Anwendung reagieren, indem Sie zusätzliche Server-Ressourcen bereitstellen oder vielleicht nicht mehr benötigte Ressourcen entsprechend zurückgeben. Wenn Sie jetzt eine Web-Anwendung bereitstellen möchten, möchten Sie natürlich auch die Nutzung dieser Web-Anwendung genauer überwachen. Das bieten wir über eine nahtlose Integration von einem Dienst, der nennt sich Application Insights. Das heißt, Sie integrieren einen bestimmten Code-Bestandteil in Ihre Applikation und können dann direkt im Azure Management Portal Informationen über das Nutzungsverhalten Ihrer Anwendung auslesen. Das heißt, Sie bekommen Informationen zum Beispiel über die Browser-Version, wie viele Benutzer welche Seiten besucht haben. Das heißt, alle statistischen Informationen, die wir benötigen, um hier in Zukunft unsere Web-Applikation weiter zu ergänzen. Application Insights ist nicht nur für Web-Anwendungen zu verwenden, sondern kann auch verwendet werden, um Mobile-Apps entsprechend zu überwachen. Hierbei verwenden Sie Visual Studio Online, um nachher diese ganzen Informationen auch auswerten zu können. Falls Ihnen das nicht reicht, bieten wir diverse Partner, wie zum Beispiel New Relic, zur Überwachung Ihrer Anwendung, welche Sie direkt über den Azure Marketplace integrieren können. Das heißt, hier auch eine nahtlose Integration von Diensten, die nicht direkt von Microsoft bereitgestellt sind. Wir haben gerade über ein paar Dinge gesprochen, die Sie als Entwickler nutzen können, um vielleicht Ihre ersten Schritte mit Microsoft Azure zu machen. Aber um das vielleicht noch ein bisschen übersichtlicher zu machen, haben wir ein, zwei Szenarien rausgesucht, die Ihnen den einfachen Einstieg in die Welt von Microsoft Azure ermöglichen sollen. Aus diesem großen Portfolio haben wir gerade mit diesen zwei, drei Szenarien eigentlich nur über Azure Websites und die Virtual Machines gesprochen. Das heißt, Microsoft Azure ist einfach ein ganzes Stück größer als den kleinen Ausschnitt, den wir in den letzten 15 Minuten gesehen haben. Wenn Sie jetzt damit einsteigen möchten und sagen, okay, ist Microsoft Azure für meine Anwendung vielleicht ein interessantes Szenario, gibt es zwei Ansätze. Zum einen, Sie gehen entsprechend über das Betriebsverhalten Ihrer Anwendung. Wenn Sie zum Beispiel temporären Ressourcenbedarf haben und nur über einen gewissen Zeitraum IT-Ressourcen benötigen, sollten Sie über eine Cloud-Plattform wie Microsoft Azure nachdenken, weil Sie hier IT-Ressourcen flexibel dazu buchen können und auch flexibel wieder zurückgeben können. Ein weiteres Szenario ist das flexible Wachstum. Das heißt, Sie bringen eine neue Lösung an den Markt und wissen noch nicht, wie viel Last letzten Endes auf der Infrastruktur sein wird, weil Sie noch nicht abschätzen können, wie die Benutzernachfrage nach Ihrer Anwendung sein wird. Hier können Sie mit einer Cloud-Plattform wie Microsoft Azure flexibel neue IT-Ressourcen zusätzlich provisionieren und damit flexibel auf diesen wachsenden Bedarf reagieren. In dem dritten Szenario sehen wir hier regelmäßige oder unregelmäßige Lastspitzen. Das heißt, Sie brauchen vielleicht über einen kurzen Zeitraum zusätzliche IT-Ressourcen. Dann können Sie diese aus Microsoft Azure beziehen, entweder ergänzend zu Ihrer bestehenden Infrastruktur oder komplett in Microsoft Azure, indem Sie hier zusätzliche Ressourcen provisionieren und hochskalieren. Das letzte Verhalten, welches Sie vielleicht in die Richtung einer Cloud-Plattform bringen könnte, ist der weltweite Zugriff auf Ihre IT und auch der weltweite Zugriff auf die Daten, welche Sie für Benutzer bereitstellen. Wenige lokale Hoster und wenige Unternehmen haben ein weltweites Netzwerk von Rechenzentren, was es ihnen ermöglicht, Anwendungen sowohl für Nutzer in Nordamerika als auch in Asien und Europa bereitzustellen. Mit Microsoft Azure haben Sie hier ein globales Rechenzentrumsnetzwerk von 16 Rechenzentren, welche Sie flexibel für Ihre Anwendung nutzen können. Wenn Sie jetzt als Entwickler einsteigen, empfehlen wir zunächst zu schauen, können Sie dieses Test-Dev-Szenario vielleicht entsprechend gewinnbringend in Ihrer Softwareentwicklung nutzen. Sie können hier temporär Entwicklungs- und Testumgebungen bereitstellen, ohne sich langfristig binden zu müssen. Sie können globale Speicherressourcen nutzen, die statische Dateien in ein globales Content Delivery Network ausrichten und damit entsprechend flexibel reagieren können. Ein weiteres Szenario, was für den Einstieg sehr spannend ist, ist der Bereich Web-Applikationen. Wir haben gerade Azure Websites gesehen, welches Ihnen ermöglichen, sehr schnell und einfach und vor allen Dingen kostengünstig Ihre Anwendung im Web bereitzustellen. Ein letztes Szenario, was vielleicht im Einstieg interessant sein könnte, ist der Bereich Identity. Ich hatte gerade darüber gesprochen, das ganze Thema Benutzerverwaltung, Benutzername, Passwort, Single Sign-On ist mit Microsoft Azure extrem einfach abzubilden über Microsoft Azure Active Directory, was Ihnen hilft, letzten Endes Single Sign-On-Funktionalitäten sowohl im eigenen Rechenzentrum als auch in der Cloud anzubieten.
Wenn Sie sagen, diese Szenarien hören sich für mich interessant an, können Sie einsteigen über unser kostenfreies Testangebot. Wir haben dort ein Angebot, wo Sie 30 Tage lang Microsoft Azure testen können. Sie bekommen von uns 150 Euro Guthaben. Dieses Guthaben können Sie für alle Microsoft Azure-Dienste verwenden und können damit Ihre ersten Schritte in die Microsoft Cloud machen. Für unsere MSDN-Abonnenten haben wir ein weitaus größeres Angebot. Das heißt, wenn Sie eine MSDN-Subscription schon nutzen, sprich Visual Studio mit MSDN lizenziert haben, können Sie Microsoft Azure als Zusatzleistung zu Ihrer MSDN-Subscription kostenfrei aktivieren und bekommen bis zu 115 Euro monatliches Guthaben, welches Sie für alle Microsoft Azure-Dienste benutzen können. Selbst mit der kleinsten MSDN-Subscription, MSDN Professional, bekommen Sie immer noch 40 Euro pro Monat an Gratiskontingenten, welche mit allen Azure-Diensten nutzbar sind. Zusätzlich gewähren wir Ihnen für Test- und Entwicklungsumgebung 33% Rabatt auf Windows-Maschinen und außerdem auf weitere Services wie die Cloud-Services und die Websites hier 25% Rabatt, die Sie mit Ihrem Guthaben entsprechend nutzen können. Und wenn dieses Guthaben nicht ausreichen sollte für Ihre Testszenarien, können Sie natürlich flexibel weitere IT-Ressourcen on-demand dazu buchen. Das soll es in der Kürze gewesen sein zu Microsoft Azure, zu den wichtigsten Themen für Entwickler. Gehen Sie auf azure.microsoft.com, schauen Sie sich die verschiedenen Dienste an. Wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, können Sie mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Und natürlich verweise ich auch gerne auf die weiteren Vorträge hier zum Thema Microsoft Azure. Zum einen den Infrastrukturbereich, wo es um das Thema Virtual Machines geht, mit Daniel Neumann. Und zum anderen die Bereiche Big Data und Internet of Things mit der Kollegin Olivia Klose. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen CeBIT-Tag.